Hallo und herzlich willkommen zurück, gleich im Anschluss hier. Warum sind die vor? Geht's zurück? Ja gut, die sind verloren. Ja, jetzt ist, glaube ich... Jetzt ist echt... ich glaube, diese Folge werde ich wahrscheinlich neu starten müssen. Neu laden müssen und sind wir ganz schön weit zurück. Und dann greife ich ihn nicht an, sondern setze auf Verteidigung. Und dann warte ich, bis sie mich angreifen, weil... Das ist... Ich habe da angegriffen, habe alle meine Truppen, also viele meine Truppen verloren. Ich habe ihn ja fast zerstört, da hat er ja nicht mehr viel. Guckt der nur noch 26, aber die drei Türme, die waren so ultra stark. Und ich hatte die falschen Soldaten dafür. Und dann war ich natürlich saugeschwächt und jetzt greift der mich an. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie viel Pech du einfach da haben musst. Ja. Und irgendwie von Soldaten geht auch nichts mehr. Habe ich überhaupt noch Leute? Vielleicht liegt es daran, ne? Die normalerweise habe ich genug Leute. Was eigentlich, woran das liegt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bogenschützen, davon unendlich. Keine Ahnung, mir egal. Haben die irgendwie... Ich verstehe das nicht. Warum der keine Schwerter produziert. Ja, zauber halt irgendwas. Nein, mach halt irgendwas. Mensch. Ich weiß nicht, wie die zaubern. Das ist mein größtes Problem. Zack, weg. Ich weiß nicht, wie die zaubern. Ich habe keinen blassen Dunst. Das nervt. Ultramäßig. Ich hin und wieder habe ich es hinbekommen, aber... Die reagieren einfach da nicht. Die gehen dann einfach plötzlich nur. Ja, da verliere ich viel. Da verliere ich sehr viel. Oh Mann. Nee, ich habe Hoffnung, dass ich hier ein bisschen verteidigen kann, weil hier habe ich eine ganze Burg, die ist ja schwer einzunehmen normal. Aber die hat jetzt so viele Schwertkämpfer, die natürlich angreifen können, ne? Das ist der Größte. Und seine Bogenschützen schießen natürlich hoch. Oder wie? Nee. Ey, es ist so frech, das ist so frech. Das ist so frech. Ich versuche alles, damit ich jetzt nicht neu starten muss. Aber ich gehe fast davon aus, dass ich neu starten muss. Weil ich bin dann einfach der Geschwächteste, weil der wird sich auch neu erholen. Der wird auch einfach, während wir jetzt kämpfen, wird er sich neu erholen. Es ist einfach so. Da kannst du sagen und lassen, was du willst. Was ist ein Teser eigentlich? Ein Heiler. Geh da hoch. Wieso habe ich einen Heiler? Weißt du was? Mach da 0 und mach mal nur unendlich viele. 100%. Du auch. Also das bleibt ja immer gleich, ne? Und der da 100% von den Dingern... Was? Das ist unendlich? So ein Blödsinn. Deswegen habe ich von denen Heiler. So ein Chaos. Wer braucht so einen Schrott? Ist vieles weg. Ah, Mann, ey. Jetzt hat der eine Burg, oder wie? Hat der meine Burg? Ja, gut. Vereinzelt angreifen ist auch blöd. Der steht auch nur da. Der flüchtet. Also, da gehen viele weg.
Ja, das ist schon bewusst. Komm mal da zurück. Schnell. Habe ich vielleicht eine neue Priester oder sowas? Nee, natürlich nicht. Na, wobei, halt die nochmal. Sind auch nur Einser drin, oder? Hm. Ja, ich sag doch, wenn ich angreife, das ist so klar gewesen, dass er mich dann angreift. Ich glaube, das ist im Spiel so programmiert, dass die warten, bis ich einen von beiden angreife und die andere Partei greift mich dann an. Das ist so klar, weil das ging ja ewig. Das hätte ja ewig gedauert. Das heißt, ich muss volle Rotze auf Verteidigung setzen, so 20 Türme nebeneinander. Die voll bestatten und ausrüsten, aber eh gut, aber ich radiere die schon gut weg, ne? So ist nicht, ne? Also wenn die, also einnehmen können die mich nicht. Wobei, ah ja gut, der produziert stark nach. Der hat noch keinen einzigen Soldaten nachproduziert, ich glaube, der hat ein paar Probleme. Aber gut, zack, weg. Hier habe ich nur kleine Türme, das ist natürlich nicht gerade vorteilhaft. Zack, auch weg. Vor allem das wieder alles aufzubauen, das wird so lange dauern und so viel kosten. Was macht denn der hier? Nee, der ist sofort tot. Ach, scheiß drauf. Vor allem, wenn die das zerstören, dann ist vorbei. Dann muss ich was neu laden. Ich verstehe aber nicht, was gerade das Problem ist. Guck mal, der könnte so viel produzieren. Ich verstehe gerade nicht. Was fehlt denen? Null Leute. Ich habe keine Menschen mehr. Oh, nee, oder? Und bauen kann ich auch nicht mehr. Ah, gut, das ist verloren. Ja, und jetzt kommt nochmal seine Armee daher. Das muss ich neu laden. Das war so ein Fehler. Nicht speichern. Darstellung. Ist der gegangen? Nee, der ist doch hochgegangen. Ja gut, aber der flüchtet gerade, ne? Ich bräuchte jetzt eigentlich echt nur ein Haus irgendwo. 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 Muss nicht viel Platz sein. Das kann doch nicht sein, dass jetzt nirgendwo ein... Ach doch, da, Fleckchen. Hier, da, bam. Höchste Priorität. Geht los. Weil noch gehört das hier mir. So. Kann ich versuchen, das wieder ein bisschen einzunehmen. Weil hier haben sie gerade, glaube ich, ein bisschen versagt. Gut, hier stehen sie. Gut, hier greifen sie immer noch gut an. Aber geht immer wieder zurück. Der verliert kaum Truppen. Guckt ihr mal nach. Der geht immer wieder zurück und holt neue und greift neu an. So wie ich es bei ihm halt auch gemacht habe oder machen wollte. Ach. Thank you.
Da ist auch noch einer. Hello, wo kommen die denn her? Da holen wir uns das mal zurück hier. Bisschen zumindest. So, gehört wieder uns. Das holen wir uns auch noch, komm. Was soll's? So verlieren die Truppen, glaube ich, weil ich glaube, du verlierst mehr Truppen. Ich überlege gerade echt mehr solche Dinger zu bauen und voll besetzen. So, und wieder zurückgehen. Ach, weiß was. Klatsch rein. Hau rein, die Dinge. Da auch wieder. Kann ich da vielleicht noch ein Haus umbauen? Oh, jawohl. Da geht einer hinten, aber das könnten. Ja, doch, das kann man. Einer ist okay. Wieder 200. Nee, also der stockt auf und der stockt auch wieder auf. Und ich bin gerade nur der Einzige, der verliert. Hätte mal mit denen angegriffen, weißt du? Feind meines Feindes ist mein Freund. Ich will es nicht aufgeben. Also, ich mag echt versuchen, so lange wie möglich. Aber es wird sich darauf ausgehen lassen, dass ich neu laden muss. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht gerade, wie es geht, ne? Speichern will ich nicht. Chat-Einstellung. Wahrscheinlich einfach beenden und, beenden und laden. Wir haben es ja geladen, so ist ja nicht. Also das gewinnt tun wir schon noch. Also es ist meistens so, dass der erste Moment, auch wenn es gut aussah für uns, es war einfach Pech, dass die so große Gebäude nebeneinander hatten. Es war einfach Pech, ist einfach so. Ist ja gut, Steam. Hack und zack. Jetzt hör auf damit, Mann, ey, Wahnsinn. Furchtbar. So. Leicht gereizt gerade, weil das war so klar, das ärgert mich wie Kacke. Und dass die nicht brutet. Ah, das ist so blöd. Was machen denn meine Leute? Wo sind die denn? Habe ich überhaupt irgendwo Träger? Was machen die? Was laufen die da hin und her? Die sollen jetzt nicht hier Bäcker machen und so, die sollen jetzt Krieg führen. Das ist fast noch wichtiger. Kack auf das. Es liegt alles da, kommt schon schneller. Baut los. Verstehe nicht, wo meine 40 Träger sind. Wo sind die? Verdammte Axt. Ja, gut, da oben. War zu erwarten, dass die das nach und nach einnehmen. Hey, da sind ja doch Soldaten von mir. Oh. Oh ja, da kommt er jetzt mit den 200 Mann. Jupp. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ah. Ja gut, vielleicht, ja gut, nee, weil wenn sie das alles einnehmen, wenn sie die drei einnehmen, ist vorbei, dann muss ich neu laden, es hilft einfach nichts. Außer die hören da wieder auf und verpissen sich wieder, aber ich glaub's fast nicht.
Nee, greift man. Ich glaube, das muss ich dann noch mehr, wenn ich neu lade. Was haben wir daraus gelernt? Hier viel größere Verteidigung machen. Ja, ist vorbei. Jetzt ist das Haus höchste Priorität. Aber wenn die das einnehmen, dann keine Chance. Nee, das ist keine Chance. Kann neu laden. Auch wenn das eigentlich alles schon auch mir gehört, aber pff. Keine Chance. Gut, das müssen sie einnehmen. Da habe ich relativ gute Soldaten drin. Das müssen sie auch noch einnehmen. Das da. Aber alles weg. Und das mit den Magiern hat mich genervt. Das war so ärgerlich. So ärgerlich. Das war richtig... Schauen wir noch zu, wie er uns vernichtet. Und dann laden wir neu. Die 4 Minuten da. Schauen wir mal, wie krass meine Verteidigung ist. Weil das sind ja meine, ich meine, 3 stärksten Verteidigungen, weil ich dann nicht drauf geachtet habe, dass ein Level 1. Vielleicht ist es doch ein Fehler, Level 1 reinzuhauen. Vielleicht überall starke Leute reinhauen. So. Da schnetzeln wir die Schuhe weg. Aber der hat halt wirklich ne nachproduziert. Das wird immer mehr bei dem. Immer mehr, immer mehr. Ich halte mich da aber gut, ne? Ah, das ist der Vorteil an ganz vielen kleinen Soldaten. Die können durchgehend die Türme angreifen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Die Goldenen können die Türme gar nicht angreifen und werden dann einfach nur vernichtet, weil sie davor stehen. Lol, der schafft's nicht. Gut, da oben schon. Aber unten macht er Rückzug. Okay, holy moly, das war's. Alles weg. Sag mal, wie viele Leute hat er denn, die da angreifen? Das ist doch nicht mehr normal. Die halten sich gut. Das Ding ist, meine Kaserne ist weg, alles ist weg. Ne? Ja, was liegt denn da? Was ist denn dies? Oh, die haben es geschafft zu verteidigen. Ah, ich hab den jetzt ordentlich reingesteckt. Holy moly. Ja, gut, die Materialien sind weg. Keine Chance. Ja gut, das sind jetzt Level 1er gewesen. Oder Level 1er waren es. Hat auch gleich. Das sind auch nur Level 1er. Da oben habe ich ja wieder nur Level 1er reingehauen. Gut, das war's. Ist halt mal eine bisschen kürzere Folge. Ja. Gut, das war natürlich. Zurück. Zurück. Spielladen. Von 1 haben wir gemacht, ne? Und rein mit uns. Also, der Versuch. Nope. Nopey dope. Das Katapult, das war sowieso total sinnlos. Die Dinger reiße ich wieder ab. Das ist völliger Chaos. Ich weiß nicht, mit denen kann ich nicht umgehen. Völliger Chaos. Braucht man eh nicht. Ich setze auf Verteidigung. Volle Dicke. Oder, ja. Und die greifen von hier an, also hier sind sie, die Gegner, also die Blauen. Die sind von hier gekommen und von hier teilweise. Und da werde ich noch so einen Turm hinklatschen. Noch so einen Turm.
noch so ein Turm. Also da, ich hier will ich den keine Chance lassen, ne? Noch so ein Turm. Also ich baue jetzt echt hier alles voll. Also hier sollen die echt keine Chance haben. Überall, wo es geht, Doppeltürme, damit sie sich gegenseitig schützen. Dort, ganz ehrlich, alle raus. Alle raus. Die ganzen Einser brauche ich zum Angriff. Zum Verteidigen sind die anderen gut. So muss es sein, ehrlich. Anders nicht. Und diese Magier. Ich muss das jetzt nochmal einmal ausprobieren. Wenn ich einen habe. Und sage... Irgendein Gut. Das geht nicht. Aha. Rechtsklick. Okay. Jetzt geht's hier richtig rund. Dann auch. Ist mir sofort aufgefallen. Mir sind die Männer ausgegangen. Aber volle Kanone. Da baue ich eh schon mein Haus. Ja, gegen zwei kämpfen, das ist schon hart. Ach, da habe ich die Kaserne hier noch gar nicht gebaut. So. Ist da jetzt alles drin? Ja, es sind immer noch Level 1 Bogenschützen. Ja, Level 1 Bogenschützen geht, solange die da ordentlich Radau machen. Fast auch nochmal verstärkt. Das geht ja nicht. Ich habe hier keinen Platz mehr. Na? Jawohl. Weil das wird immer so sein, dass wenn ich jemanden angreife, dass der andere mich dann angreift. Deswegen muss ich da volle Rotz auf Verteidigung setzen, aber volle Kanone. Da muss ich ganz und ganz meinen Türmen vertrauen. Kleine, oh ja. Oh ja. Ja, ich baue erstmal alles, was da ist.
Ja, du kannst sogar da bleiben hier schnell. Level 1er. Ja. Jawohl. 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 Und da. Jawohl, genau so will ich das. Das sind alles nur Level 1, oder? Ja, genau. Die alle Level 1er, die klatsche ich mal dahinter. Mit euch. Rein mit euch. Rein mit euch. Ist okay. Ah, das sind mir zu viele. Das sind mir auch zu viele. Der kann wieder raus. Genau, die zwei können dahinter. Was geht hier ab? Oh ja, genau, die können auch dahin. Das ist eigentlich auch wieder schwach. Eigentlich wird gesagt, ne? Nee, das geht gar nicht. Ich hab doch gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Der raus. Der Einzige, der da bleiben darf, bist du. Die drei, die können hier runter. Dreier Bogenschütze. Das muss voll belegt sein. Ganz voll. Ich baue eine kleine Burg und damit die ganz schnell eingenommen wird. Meine Meinung ganz schnell geändert. Also prinzipiell hätte ich das auch gern raus. Die sind echt nur zum Einnehmen gut. Zum Verteidigen sind die echt sinnlos. Da will ich eigentlich auch nur gute drin haben. Habe ich alle mal raus. Stufe 2er. Der kann mal auch ganz zurückgehen. Was ist mit dem? Stufe 1. Genau. Die drei. Die können mal hier bleiben. Stufe 3, der kann auch mal hier hoch. Stufe 3 auch. Stufe 1. Oh, das zu sortieren, das ist echt hart, ne?
3, 1 meine ich. Hier 2 auch. Stufe 2. Stufe 1. 1. 1. Null. Also es reicht echt vollkommen, dass ich jetzt so einen starken habe. Ich glaube, ich muss jetzt echt nur noch die volle Pulle. Und noch mehr von denen, das gar nicht mehr. Ich muss gerade gucken, damit ich mich hier voll verteidigen kann. So. Hä? Was geht jetzt ab? Stufe 2 tue ich mal hierher, weil die muss ich jetzt mal komplett sortieren. Stufe 2 auch hierher. Stufe 2 auch hierher. Stufe 3er Bogenschützen bitte. Ah, da ist ein Stufe 1er, das sehe ich. Und Stufe... Hey, dich wollte ich gar nicht. Nee, dich... Habe ich gar nicht so viel Stufe 3 Bogenschützen? Der Stufe 3 Bogen? Keine Stufe 3 Bogenschützen? What? Okay. Ich hab keine. Alles klar. Okay, krass. Das ist heftig. Unendlich, davon mache ich null, weil die sind eigentlich sowieso total für den Arsch. Habe ich die gerade dort oben produziert? Ne, die sind hochgegangen, ne? Da, so. Oder habe ich das jetzt ausgewählt? Habe ich jetzt da oben mal. Sag mal, das dauert echt lang. Aber das auch zu sortieren dauert echt krass lang. Patrouillieren Verwundete auswählen. Was heißt denn das eigentlich? Wähle Gruppe 3, wähle Gruppe 4. Ah. Alles nur 1 sein, genau. 1. 1. Die goldene mache ich auch auf einen Haufen. Eigentlich müsste man das voll taktisch machen, wenn man angreift. Erstmal so richtig starke losschicken. Also die Goldenen, die aufräumen und wenn jetzt alles aufgeräumt ist, die zurückschicken und die Schwachen vorbringen, damit sie einnehmen. So müsste man das machen. So müsste man das eigentlich machen. Aber ich schicke halt, da das so schwer ist zu befehligen in dem Spiel, finde ich, muss ich jetzt ehrlich sagen,
Schicke ich einfach mal, nehme ich einen ganzen Haufen und denke, die werden das schon reißen, so wie ich das will. Aber gut, da kann man sich ganz schnell irren, ne? So. 2. Großes Wohnhaus geht voran. Jetzt das da ausrufen. Warum fehlen die Steine? What? Krass. Alle Steine, die wir hatten. Leck mich fett. Weißt du, wie viele Steine wir hatten? Wow. Ja, durch die Tür mal halt hier gerade voller Rotze. Dieses Sortieren, das muss leider sein. Kommst du mal ein bisschen näher. Du, Stufe 2, hierher. Rest. Hier runter. Du, Stufe 2, da hoch. Ich glaube, das wollen wir immer gleich am Anfang machen. Ihr, Stufe 1, hierher. Ich hab doch ganz schön viel Stufe 1er. Noch mehr wie erwartet, ehrlich gesagt. So. Kommt mal ein bisschen vor, damit ich euch sehe. Ich muss hier mal sortieren. Hier dahin. Ihr zwei auch dahin. Ihr zwei auch dahin. Du auch dahin. Keine Soldaten mehr. Da hinten ist noch einer. So, das ist ein Priester. Stufe 3. Den schicke ich da mal mit hin. Und das ist... da. Ich hab echt keine... Ah, das ist natürlich blöd, ne? Da oben habe ich noch Soldaten. Stufe 7. Ach so. Ach, das sind die kleine. Ach, die habe ich gerade oben. Da hab... Ach, ja, stimmt. Da habe ich bestimmt noch... Ja, komm. Holy moly. Einmal hierher. Eine kleine Menge, ihr auch. Wäre natürlich jetzt sau interessant. Ihr da auch daher. Ja gut, warte, machen wir es nach und nach. Dahin. Der steht da auch so voll verlassen. Darunter. Dann ist immer die Frage, ist die Taktik dann besser Bogen? Nee, eigentlich eher die Starken und die Bogenschütze im Hintergrund losschicken. Also man muss es echt getrennt losschicken, glaube ich. Da haben wir einen Stufe 3er, der kann dahin. 3, wie viel passen da rein? 4. Stufe 2er. Da ist nochmal eine Stufe 2er. Es tut mir gerade furchtbar leid, die Sortiererei. Ich werde es, denke ich mal, vielleicht das sogar... Ja, offscreen kann ich es fast gar nicht machen, weil wenn die mich angreifen, ist natürlich die Kacke am Dampfen. Da kann ich... Aber ich werde das, denke ich, in der nächsten Folge weitermachen. Weil ich habe eh schon Überlänge. Und... Ja. Danke fürs Zuschauen und ich mache das vielleicht ein bisschen noch... wenn nichts passiert, dann speichere ich. Aber wenn was passiert, dann höre ich natürlich sofort auf. Ich speichere jetzt nochmal und dann
Mal gucken. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, danke fürs Zuschauen.